vor allem die Gebiete, die stark kontaminiert worden sind. Das ist so im groben so der 20 Kilometer Umkreis, als auch dann Richtung Nordwesten bis 50 Kilometer. Das ist sozusagen sehr hoch belastet. Hier unternimmt die Regierung sehr große Anstrengungen zu dekontaminieren. Das heißt, dekontaminieren, da werden Blätter aufgesammelt, die oberste Erdschicht wird abgetragen, zum Teil sehr mühsam, um jeden einzelnen Busch herum, um Bäume herum. Diese Arbeiten zeigen nicht den gewünschten Erfolg. Die Strahlung bleibt trotz dieser Arbeiten viel höher als gedacht. Und das andere ist die großen Wälder. Also 80% aus Itate zum Beispiel sind Wälder. Da hat man gar nicht vor, die zu dekontaminieren. Das heißt, von dort wird die Radioaktivität wieder auf bereits gereinigte Stellen geschwemmt. Das ist im Prinzip eine Sisyphusarbeit. Das wird über Jahre, Jahrzehnte noch angehen. Zum Zurückkehren in diese Gebiete ist kein Anlass. Wie schaut denn nun der havarierte Reaktor in seinen verschiedenen Teilen selbst aus? Sickert da noch immer munter das atomare Gift ins Grundwasser oder auch ins Meerwasser? Ja, das ist leider so. Es ist ja so, dass in der bei dem Unfall drei Reaktoren Kernschmelzen hatten. Reaktor 1, 2 und 3 ist der Kern geschmolzen, relativ hintereinander. Es ist auch der Reaktor 4 explodiert, also vier Wasserstoffexplosionen, die zum Teil Gebäude erheblich zerstört haben und drei Kernschmelzen. Und bis heute weiß man nicht genau, wo diese hochradioaktive Kernschmelze ist. Man muss sie aber weiterhin kühlen. Täglich werden etwa 300 Tonnen Wasser auf den vermuteten Raum von diesen Kernschmelzen gepumpt, um eine Kühlung zu erwirken. Denn der würde sich immer noch weiter erhitzen durch den radioaktiven Zerfall. Das kann man auch gar nicht stoppen. Und dieses Kühlwasser, was notwendig ist, um eine weitere Freisetzung zu verhindern, das macht dann große Probleme. Aber eben nicht nur das Kühlwasser, das man sozusagen in diesen kaputten Reaktor pumpen muss, sondern eben auch Grundwasserströme. Etwa 1000 Tonnen täglich kommen von den Hügeln Richtung Meer. Von denen gehen auch etwa 300 Tonnen in die Anlage selber, in das Reaktorgebäude und werden dort kontaminiert. Es gibt zahlreiche Versuche, wie TEPCO versucht, diese Grundwasserströme zu mildern. Aber das ist sehr komplex und Maßnahmen zeigen damit unter neue Probleme. Ich nehme an, es hat sich nichts an der Informationspolitik von TEPCO geändert, sprich es wird nur das zugegeben und nach außen gelassen, was ohnehin schon bekannt ist? Ja, also im Prinzip sind die ganzen Einschätzungen viel zu optimistisch, also Pläne über Rückbau sind fast so, als wäre das keine Atomkatastrophe, sondern ein normaler Reaktor. Das sind alles unrealistische Annahmen und ich bin sicher, dass man auch nicht über alle Sachen erfährt, die sozusagen bei diesem Rückbau misslingen. Nun, gleichzeitig gab es damals eine Gruppe von Menschen, die mich besonders betroffen gemacht hat, nämlich diejenigen, die dort unmittelbar an den havarierten Meilern gearbeitet haben oder dort arbeiten mussten gegen eine wirklich geringfügige Gefahrenzulage. Die Problematik bei den Arbeitern ist, dass es sehr große Subfirmenstrukturen gibt. Also es gibt sozusagen nicht nur TEPCO, sondern TEPCO beschäftigt Subfirmen, die verwenden wieder Subfirmen. Das ist zum Teil nicht richtig verfolgbar, wer wann wo gearbeitet hat. Hier verliert sich sozusagen wirklich eine genaue Beobachtung. Die Problematik ist, dass das sozusagen wirklich sehr schwierige Arbeiten sind. Die müssen viel in Vollschutz ausgeführt werden. Das sind sehr intensive Arbeiten. Die Leute, die das machen, wollen aber oft diesen Job haben. Es wurde früher auch berichtet, dass Dosimeter in Blei eingepackt werden, damit sie wenig Dosis anzeigen, damit die Leute sagen, ja, wir haben noch gar nicht unsere Maximaldosis bekommen, wir können noch weiterarbeiten. Also das sind zum Teil sehr problematische Zustände,
die hier in diesen Kraftwerksruinen sich darstellen. Was man natürlich auch vermutet bei solchen Katastrophen, ist, dass in irgendeiner Art und Weise das durchschlägt auf das Genmaterial von Menschen, Tieren, Pflanzen, die dort in der Umgebung sind. Gibt es da bereits Nachweise? Ja, da gibt es Nachweise. Und zwar eben vor allem bei den Pflanzen und auch Tieren, Insekten, kann man sehr wohl beobachten, dass der Wuchs von Bäumen sich anders verhält, auch in einer Abhängigkeit von der Strahlung. Also bei höheren Belastungen zeigen sich diese Anomalien viel stärker. Auch bei Insekten, bestimmte Schmetterlinge, aber auch bei Würmern zeigt sich das. Und das darf ja nicht verwundern. Die Insekten, die müssen ja zum Teil richtig in dieser hochkontaminierten Erde kriechen. Die haben nicht so einen Abstand, wie vielleicht der Mensch noch hat, und fressen auch sozusagen die unmittelbare Umgebung. Es ist nicht verwunderlich, dass es hier zu Erbveränderungen kommt. Und insgesamt, das ist eigentlich eine fast eher neue Erkenntnis, zeigt sich, dass Ökosysteme insgesamt viel sensibler auf erhöhte Strahlung reagiert als ein Individuum. Das hängt doch damit zusammen, dass die sozusagen einen Auslesedruck haben. Das heißt, wenn eine Art etwas Nachteile bekommt, weil sie sich jetzt nicht mehr so gut vermehren kann, weil sie sozusagen steriler werden durch die Strahlung, dann wirkt sich das unmittelbar stärker aus in diesem Konkurrenzdruck eines Ökosystems, als wenn das nur ein einzelnes Individuum wäre. Und hier braucht man vielleicht aufgrund der Erkenntnisse, die man jetzt bekommt in Fukushima, eine neue Bewertung über die Gefährlichkeit der Strahlung, über die Auswirkungen in Ökosystemen. Die derzeitige japanische Regierung peitscht ja die Rückkehr zum Atomkurs in Japan geradezu brachialpolitisch durch. Wie steht dazu eigentlich, er ist ja Parteifreund, wie steht dazu eigentlich der damalige Premierminister Naoto Kan, an den ich mich sehr gut erinnern kann, seine Mischung aus Hilflosigkeit und Wut, mit der er die immer wieder korrigierten und dann wiederum falschen Meldungen der TEPCO-Firma und ihrer sogenannten Spezialisten öffentlich kommentieren musste? Also ich hatte die Gelegenheit bei meinem letzten Japan-Besuch, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, ihn auch persönlich kennenzulernen. Ich hatte jetzt den ehemaligen Premierminister Naoto Kan in einem ausführlichen Gespräch erzählen hören. Er ist ja selber auch Physiker. Er hat an der Technischen Universität von Tokio studiert und er hat gesagt, die Fachleute von der Atomaufsicht, die waren gar nicht kompetent bezüglich der Technologie. Die waren Wirtschaftler. Und die ersten Meldungen waren ja auch, Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Deswegen war die Einschätzung, wie brisant eigentlich der Unfall ist, wie entscheidend der eskalieren kann, hatte der ehemalige Premierminister besser erkannt als viele andere, hatte sich deswegen auch mehr eingemischt in die Krisenbewältigung. Und er schreibt auch in einem Buch, wo er seine Entscheidungen und seinen Informationsfluss auch darlegt, dass es ganz knapp war, dass nicht eine Region von 50 Millionen Menschen evakuiert werden musste. Also es wäre knapp sozusagen, dass die Reaktoren noch mehr außer Kontrolle geraten, und das wäre der Fall Japans gewesen. Es waren dann schon Pläne, wie evakuiert man denn 50 Millionen Leute? Da muss der Kaiser, der Kaiserpalast evakuiert werden. Da sind die ganzen Behörden. Wie sollen die Behörden weiterarbeiten, während sie evakuiert werden? Also in der Tokioter Bucht der absolute Albtraum. Genau, und sozusagen im Gespräch mit diesem Premierminister oder Ex-Premierminister erkennt man, dass er diese schwere Last, wie rettet man einen Staat in dieser Situation, das trägt er immer noch mit sich. Und deswegen ist er jetzt, heute, ein entschiedener Atomkraftgegner und tritt auch bei verschiedenen Veranstaltungen auf. Es ist ihm richtig ein Anliegen, das Land vor so einer Atomkatastrophe zu warnen. Und ich denke, das sind sehr eindringliche Worte. Schließlich war er ja kein Atomkraftgegner, er war Premierminister. Er hatte alle Informationen dieses Krisenstabes bei sich gesammelt. Und das ist daher eine sehr starke Aussage. Sieht er sich selber als Opfer damals von TEPCO oder sagt er, das ist schon auch meine Schuld gewesen, was da passierte? Also er geht
auch kritisch oben mit Entscheidungen, die er vielleicht getroffen hat, also ob die Evakuierung von Itate vielleicht auch zu spät erfolgt ist. Aber letztlich muss man sagen, hat er sehr, sehr viel beigetragen, dass TEPCO nicht die Kraftwerksruine komplett aufgegeben hat, dass es zu einem weniger schlimmen, also dass eine Eskalation, eine entscheidende Eskalation des Unfallverlaufes vermieden werden konnte, hat er, glaube ich, entscheidend dazu beigetragen. Und er kritisiert vor allem eigentlich dieses Atomdorf, dass es eine enge Gemeinschaft zwischen Atomaufsicht, Atomkraftbetreiber und Wirtschaft gibt, die eigentlich sehr gefährlich ist, weil eben Fehler, die begangen werden, vertuscht werden und man wieder besseren Wissens bei einer Sache bleibt, nur weil man sie für sich selber für profitabel erkennt. Das hat mal ein kluger Mensch gesagt, ein Fleischer, der am Schwein beteiligt ist, wird selten Trichinen finden, nur geht's hier um Leben und Tod und nicht nur um ein verdorbenes Abendessen.